Hans-Martin Plüss. Welcher Moment bleibt in besonderer Erinnerung als Stadtrat von Zofingen? Es sind ganz viele tolle Erinnerungen, die ich an meine Zeit im Stadtrat Zofingen mitnehmen kann. Ich denke an das Schwingfest auf dem Tourplatz, das war einfach super. Und so gibt es noch mehrere, aber etwas ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und das hat zu tun mit dem Quartierschulhaus hier im BZZ draussen. Da war ich per Zufall hier, wo die Schulkinder ihre persönlichen Sachen ins neue Schulhaus übergezügelt haben. Da sind die gekommen mit den Schachteln, mit den Bleistift und Etui drinnen und so. Und haben gesagt, wow, jetzt gehen wir hier in das coole Schulhaus. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Da haben wir gemerkt, wir haben nicht alles falsch gemacht. Was ist das Wichtigste, was Sie in Ihrer Amtszeit gelernt haben? Am Anfang bin ich fast ein bisschen perplex gewesen, wie man jetzt als Behördenmitglied plötzlich offenbar anders wahrgenommen wird als vorher. Die Leute sind einem mit Respekt begegnet. Viele hatten Freude gehabt, dass man an eine Veranstaltung kommt, die vorher gar nicht gross beachtet worden ist. Eine gewisse Wertschätzung, die einem hier entgegengekommen ist. Es hat aber auch das Gegenteil gegeben. Es hat halt auch die Situationen gegeben, wo jemand gesagt hat, ja, was habt ihr da wieder für einen Seich beschlossen? Oder wo man irgendetwas beschlossen hat, gegen, wo dieser Person jetzt nicht so gepasst hat. Und dann plötzlich war man dann nicht mehr so Freund oder Kollege und ist man an einem anderen Tisch gehockt, für ein Bier zu trinken und so. Und ganz krass war das auch im Einwohnerrat. Ich war vorher 8 Jahre im Einwohnerrat. Dort haben wir miteinander politisiert und diskutiert auf Augenhöhe. Und plötzlich ist man auf der anderen Seite so quasi wie eine Zielscheibe geworden. Und dann schiessen sie da gegen einen und kritisieren einen. Und das war also noch eine spezielle Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Eine andere Erfahrung, die nicht so leicht war für mich, ist, dass man mit sachlich absolut gerechtfertigten Anträgen kommen kann. Und dann wird das einfach abgelehnt. Ohne dass man nachher darüber diskutieren kann. Ja, dann heisst es einfach nein. Und ich mag mich erinnern, bei einem Stellenbegehren, wo ich halt noch das zweite Mal angetreten bin und dann ist das auch das zweite Mal noch abgelehnt worden. Und dann habe ich wirklich mir einen Moment überlegt, soll ich jetzt einfach das Handtuch schmeißen und aufhören? Und nach einer Nacht, wo ich nicht so gut geschlafen habe, bin ich am Morgen wieder aufgestanden und habe gesagt, nein, nichts ist jetzt gar nicht noch das dritte Mal. Und irgend das dritte oder das vierte Mal hat es dann geklappt. Und was wünschen Sie der Stadt Zofingen für die Zukunft? Mein grösster Wunsch ist, dass die Corona-Pandemie jetzt endlich fertig ist und dass die nicht zu viel Schaden hinterlässt. Bei den Menschen, bei der Wirtschaft und bei der Stadt. Dann wünsche ich generell der Stadt, aber auch der Region, dass man tolerant bleibt oder noch toleranter wird, dass man offen ist für Neues, für Veränderungen, dass man auch Mut hat, neue Sachen anzupacken, alte Zöpfe halt mal abzuhauen und etwas Neues anzufangen. Und generell, dass man ein bisschen mehr nach vorwärts schaut und zuversichtlich ist. Und da denke ich, können wir zu Zofingen und auch in der ganzen Region können wir dort noch massiv zuspecken, damit wir unseren Stellenwert im Kanton und über die Region heraus wirklich können verbessern können.